Also, heute gibt es ein FAQ oder mehrere, also vielleicht kommt morgen dann nochmal eins oder übermorgen, kommt drauf an, wie ich es hinbekomme. Eure Fragen werden beantwortet, die meisten zumindest. Das sind viele, die halt öfters dran gekommen sind, aber ich hoffe, ich kann ein paar beantworten. Der liebe, darf ich den Namen sagen? Klaro. Der liebe Conchi, der liest die Kommentare vor, guckt bei ihm vorbei, guckt bei mir vorbei auf Instagram. Da bleibt ihr aktuell. Und dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Und was für ein Mischverhältnis hörst du, beziehungsweise was ist empfohlen? 1 zu 50, aber 1 zu 40, 1 zu 60 geht auch. Würdest du dir noch eine andere Karte anholen? Nächste 125er, Zweitakt oder Viertakt? Viertakt. Warum drosselst du deine jetzige 125er nicht einfach auf 15 PS? Weil auf 15 PS kann man die nicht drosseln. Erstens wegen Leistungsgewicht. Also die wiegt leer 100 Kilo, also 99. Und das Leistungsgewicht wäre dann bei 0,12. Und man darf beim A1 nur 0,1 haben. Deswegen muss die entweder ja, auf weniger PS gedrosselt sein oder muss mehr wiegen. Aber da bei der EXT das Problem ist, auch wegen den Abgaswerten, da geht es einfach nicht. Da muss die auf 7 PS oder 9 PS, glaube ich, immer verschieden gedrosselt sein. Und deswegen kann ich die nicht einfach drosseln und fahren. Wie lange hast bzw. hattest du die Maschine? Ich habe sie 2016 April, Mai, sowas. Mai, glaube ich. 2016 Mai. Plus minus ein Monat, sowas. Welches Motorrad hast du als nächstes in Sicht und wann kriegst du deinen Führerschein zurück? Also welches Motorrad? Ne, 300er XC oder halt auf jeden Fall was für einen Enduro-Bereich, aber nur, wenn ich eine Sperre bekomme. Also falls ich keine bekomme, was ich hoffe, aber was nicht passieren wird, also ich bekomme auf jeden Fall leider eine Sperre, aber da komme ich nicht dran vorbei und dann muss ich ja irgendwas kaufen, mit dem ich halt das Privatgelände oder so fahren kann und das will ich ja auch. Und da so eine 300er XC oder Husqvarna, kommt drauf an. Und falls ich eine Sperre bekomme von, kann ja sein, 4 Monate oder ein halbes Jahr, dann kann ich ja A2 machen und dann, was legal ist, halt so eine 701 oder eine SMCR, kommt drauf an, muss ich noch gucken. Ist die Polizei wegen deinem YouTube-Kanal auf dich aufmerksam geworden oder war das nur Zufall, dass die dich aus dem Verkehr gezündet haben? Also ich kann es euch erklären. Zuerst haben die mich nicht rausgezogen, sondern die haben mich über Instagram gefunden, aber nicht über meinen Account, sondern über einen Kumpel. Ich habe da was gefilmt und die wollten halt nur wissen, wer das gefilmt hat. Ich habe da nichts gemacht, ich habe es nur gefilmt und dann sind die auf meinen Kanal gestoßen, also erst auf mein Instagram und dann auf meinen Kanal. Und dann haben die halt ein paar Videos gesehen, das zum Beispiel, wo ich im Schwarzwald war, Summer Feelings oder wie das auch heißt, keine Ahnung. Und ja, das durch das Video und durch ein paar andere sind die dann auf mich aufmerksam geworden und haben mich dann, boah, ich glaube, 2 Monate oder so haben die mich dann so verfolgt, bis die, weiß nicht, einen Beschluss hatten oder kein Plan, wie das genau war. Wie hast du die EXC auf 41 PS bekommen? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich selber nicht. Also KTM sagt ja, dass die 35 PS hat. Da hat der Polizist auch ein Gutachten geholt von KTM und die sagen so 35, 38 PS. Nur ich weiß jetzt nicht, ob die bei meiner am Hinterrad gemessen haben oder ob die es umgerechnet haben an der Kupplung halt oder an der Welle und deswegen bin ich mir nicht sicher, wenn sie es an der Kupplung gemessen haben oder umgemessen haben, dann denke ich auch, hat die am Hinterrad so 35 bis 38, aber ich denke mal nicht, dass die das umrechnen. Ich meine, auf dem Prüfstand wird ja das, was am Hinterrad kommt, geprüft. Und aber ich glaube das irgendwie nicht, 41 PS am Hinterrad ist schon extrem viel, aber ich habe die nur aufgemacht, die war offen
Mehr nicht, ich hatte keinen Leistungskrimmer oder einen Auspuff. Es war alles Standard. Welches Baujahr ist deine X-Z? 2011. Was passiert, 12. Wenn du sie nicht zurückkriegst? Die wird zwangsversteigert. Also ich weiß ja nicht, ob ich sie zurückbekomme. Ich hoffe es und ich denke es auch. Weil ich habe da 7.000-8.000 Euro reingesteckt. Das ist jetzt nicht der Grund, aber ich habe die nicht gekauft und die war nicht auf mich angemeldet. Vielleicht hilft es mir dabei, aber ich denke mir, dass wenn ich die zurückbekomme, dann wäre es ja gerade egal. Entweder verkaufe ich die oder ich fahre die auf Privatstrecke. Das kommt drauf an. Aber wenn ich sie nicht mehr bekomme, dann war es erstmal, weil ich habe ja kein Geld. Das wäre dann so die einzige Quelle, mit der ich noch was kaufen könnte oder fahren könnte. Und deswegen hoffe ich halt, dass ich sie wieder bekomme. Würdest du trotzdem die EXC noch für den A1 empfehlen? Die EXC kann ich immer empfehlen, aber ich würde es vermeiden, weil ihr könnt ja sehen. Also es gibt welche, die kennen sich da nicht so aus. Da hat man dann Glück, aber es gibt halt die, wo sich auskennen und die wissen, ja, die EXC, die, ich sage jetzt nichts dazu, ich glaube, ihr wisst es selber, habe ich vorhin schon gesagt, eine EXC kann man drosseln, macht keiner, ne, 125er zumindest, aber es gibt schon welche, aber wer macht es, also ehrlich, das wissen wir alle. Und sonst, ich würde sie empfehlen, wenn man Geld, Ahnung und Bock drauf hat. Aber das müsst ihr selber wissen. Aber es lohnt sich nicht. Ihr seht ja, das lohnt sich nicht. Das ist jetzt weniger eine Frage, aber einer schreibt, Kaido-Maschine. Musst du ins Gefängnis und machst YouTube weiter, falls deine EXD nicht zurückbekommst? Kannst du nicht grüßen. Ich muss nicht ins Gefängnis. Ich bin 17 vielleicht. Also nee, ich bin ja kein Schwerverbrecher. Aber ja, was auf mich zukommt, viele Sozialstunden, denke ich mal, Führerscheinsperre, bloß ich weiß noch nicht, wie lang, fragt mich nicht, ich weiß es noch nicht, das wird noch dauern. Ja, mehr weiß ich bis jetzt noch nicht, aber ins Gefängnis, nee, das wär's dann doch, Alter. Oh, wie viel Geld hast du in deine EXC reingesteckt? Insgesamt um die 7.000-8.000, aber die waren es nicht wert. Was war denn der Topspeed der Maschine? Auf dem Prüfstand hatte die 154, aber ich denke, da wäre noch ein paar km/h mehr gegangen. Also mit, ich denke mal, 160 wäre das absolute Limit, auch bergab wahrscheinlich. Und ja, mehr geht halt von der Power her nicht und Übersetzung geht schon, aber ja, Power reicht nicht. YouPorn oder Pornhub? YouPorn. Wie viel PS, Kilowatt dürftest du eigentlich fahren, wenn du mit 30 Kilowatt ca. 41 PS erwischt wurdest? 15. Eigentlich mit 15, aber da das Leistungsgewicht nicht ganz übereinstimmt, eigentlich mit, ich glaube, 9, also so wie sie eingetragen ist eigentlich, also 9 oder 10 PS, weil das Leistungsgewicht muss ja 0,1 betragen bei A1, bei A2 0,2 und kann man sich ausrechnen, also ja. Wie hat sich das angefühlt, wo die Polizei vor deiner Tür stand? Scheiße. Also ich wusste jetzt nicht, warum oder wie genau, also ich habe es mir schon gedacht. Warum, das weiß ich schon selber, aber das war komisch, aber das erzähle ich jetzt nicht, das ist, ich glaube, nicht so relevant. Jetzt kommt das dann eine längere Frage. Meine Fragen, warum fährt man ohne Führerschein? Was hat dich dazu bewegt? Oh, hast du die damit verbunden, wenn Folgen ignoriert? Sei froh, dass du erwischt wurdest, bevor du einen Unfall gehabt hast. Ich hoffe, du wirst erstmal für den Führerschein gesperrt. Auch ein Kfz sollte man dir nächstes Jahr nicht anvertrauen. Wer weiß, was du dann über... Alter, nee, oder... Ja, doch, die Frage ist okay. Geil, die... Genau. Muss mal das Kommentar oder die Antwort lesen. Ja, das ist halt die Vorlesung, oder? Ja, jetzt fange ich erstmal an. Also, warum
ich ohne Führerschein gefahren bin. Erstens mal, ich hatte einen Führerschein. Ich bin halt nur, sagen wir mal, frisiert gefahren, wie wenn man jetzt einen 25er Roller mit 50 km/h fährt. Das ist eigentlich genau das gleiche Fahren ohne Fahrerlaubnis. Klar ist es Schwarzfahren, Fahren ohne Führerschein kann man auch sagen, aber ich hatte einen Führerschein. Was soll man sagen? Wie gesagt, ich könnte drosseln, aber erstens schrottet es den Motor, weil ich habe die ja schon öfters gedrosselt und da kommt einfach durch den Luftfilter ist hier reingeguckt. Nee, da ist so ungefähr so groß ist das Loch, wo die dann Luft ansaugt und das da denkt man schon, Alter, der Motor braucht doch Luft, durch den Schlitz da geht ja alles kaputt und generell die ist eigentlich nur da, oder die Drossel ist nur dazu da, dass sie Zulassung kriegt und dass man durch den TÜV kommt. Und deswegen fährt man offen. Für was hat man eine XC, dass man die auf 9 PS fährt? Oder, das sage ich auch ehrlich, das hat halt Spaß gemacht. So. Ich habe niemanden damit gefährdet. Ich habe niemanden damit gefährdet, dass ich offen fahre. Also, wenn dann noch weniger, weil ich kann ja schneller fahren, ich muss nicht an der Seite fahren und so ein Scheiß. Ich kann besser überholen und so, aber das ist ein anderes Thema. Das klar ist kacke, aber so war es jetzt halt. Ja, was gab's noch? Sei froh, dass du erwischt worden bist, bevor du einen Unfall gehabt hast. Ich hoffe, du hast erstmal für den Führerschein gespart. Also mit dem Unfall hat er eigentlich recht, aber. Nee, da. Ein Unfall wäre eigentlich besser gekommen, weil durch die ganzen Videos, durch YouTube, das hat es halt enorm verschlimmert. Da bin ich selber schuld, das weiß ich, das sind meine Videos, das ist mein Beweismaterial und ja, ein Unfall, da wäre halt dann auch Fahren ohne Fahrerlaubnis wahrscheinlich rausgekommen, wenn der Gutachter da richtig geguckt hätte. Es gibt auch Gutachter, die gucken da nicht richtig und Unfall. Ne, ich bin froh, dass ich keinen Unfall hatte. Also das, ich will jetzt nicht sagen, dass es besser gewesen wäre, aber es ist passiert. Ich kann mir jetzt nichts anderes wünschen. Ich kann mir nur noch wünschen, dass es halt nicht so schlimm ausfällt. Ja, und was noch? Ja, einen Führerscheinsperre bekomme ich ja eh. Also kann ich ja froh sein, dass ich eine Sperre bekomme. Also, ja, lese vor. Auch ein Kfz sollte man dir die nächsten Jahre nicht anvertrauen. Wer weiß, was du dann Unüberlegtes machst. Betrunken Autofahren, LKW ohne Führerschein. Wer nicht reif genug im Kopf ist, um ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen, für das er auch eine Lizenz hat, sollte auch dieses in den kommenden Jahren nicht tun. Also, alle die hier zugucken, alle die ein bisschen älter sind, ihr braucht mir, oder du, auch du, brauchst mir nicht sagen, dass du noch nie in deinem Leben nicht schwarz gefahren bist. Jeder ist mal schwarz gefahren. Ich war halt so blöd und hab's aufgenommen. Und hatte halt die Beweise und wurde halt gebumst. Und das war halt blöd. Ich hab schon damit gerechnet, aber nicht so. Also ich hab gedacht, irgendwann halten die mich an und oder kriegen auch meine Videos. Aber dass es dann gleich so heftig kommt, mein Gott, es ist scheiße. Ich weiß es selber, aber so ein Kommentar, ich find's ziemlich lustig, aber es ist echt traurig, weil, denk mal nach, ich wünsch sowas niemand, das was mir passiert ist, wünsche ich keinem. Das ist echt nicht geil. Und dann, mir macht es nichts aus, also, ich schiebe jetzt auch kein Hate auf dich. Egal, wer es nicht weiß, ich mach Kfzler als Ausbildung und, ach, mit der Frage da, nee, das dauert dann zu lang, mach weiter. Was hattest du vor der KTM EXC? Ich hatte eine Yamaha XT 125R. Da bin ich halt auf Privatgrundstück rumgefahren, bei Kumpels in der Kiesgrube oder so. Mit der hab ich halt das Fahren geübt. Und jetzt ist die halt kaputt, sonst könnte ich ja noch mit der fahren. Ich hab die noch, vielleicht wird es ein Projekt. Aber die ist schon ziemlich am Arsch, muss ich gucken, weil da muss schon ein paar hundert Euro müssen da schon reingesteckt werden, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Vielleicht verkaufe ich da Einzelteile. Wie findest du Supersportler? Geil, aber
würde ich mir niemals kaufen, einfach, also so 125er, vielleicht noch A2, aber wenn es dann so um die 100 PS geht, ein 200, es gibt ja auch schon welche mit 200, was weiß ich, wer Bock drauf hat, wer es sich umbringen will, der soll sich sowas kaufen. Ich meine, wo will man das heutzutage ausfahren? Deswegen fahre ich Supermoto, weil man kann mehr machen, man ist flexibler, man muss, ich denke mal, die meisten verstehen das schon, ich will halt mein Leben noch genießen, ich will nicht mit 300 über Landstraße, über Autobahn, was bringt mir das? 300 ist eigentlich gerade egal, ob du mit 200 gegen ein Auto fährst oder mit 300 bist du dann halt noch mehr zerfetzt, aber allein der Gedanke so, ich finde das auch gar nicht geil, dass Kumpels von mir eine Supersportler fahren, weil irgendwann, es kann auch sein, dass mich erwischt oder jemand anders, aber bei so Dingen, bei 200 PS ist halt schon wahrscheinlicher, dass sowas passiert. Was für ein Motorrad willst du dir als nächstes holen? Ja, weiß ich noch nicht. Also 300er habe ich ja gesagt, aber sonst... Nice, warte, mach mal kurz Pause, weil steht dran, eine Minute kannst du aufnehmen. Okay, nice.